Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Trans Road USA mit mir, dem Mike Halille. Start einer neuen Folge. Wir sind wieder Montag. Ja, wir sind wieder bei Montag. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir das hier, oder er sagt das hier jetzt mal in Richtung Ziel führen. Ich denke, da sollten wir dann mal heute mit anfangen. Es sind ja aktuell diese Auto-Anhänger-Aufträge, die wir abarbeiten müssen. Von Celite, also von hier oben. Damit sind wir jetzt gerade dabei. Ich denke, die werden wir dann jetzt auch fortführen. Gucken, dass wir da mal ein paar Autoaufträge kriegen, dass wir die jetzt fertig kriegen. Da schon mal, wir starten mal wieder. Am Geld mangelt es uns ja aktuell leider nicht. Obwohl, leider muss man ja auch sagen, leider schadet nie. Geld kann man nie genug haben. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass wir wieder einen neuen Auftrag kriegen. Auch ein Tag, 12 Stunden, also der wird wahrscheinlich nicht. Aber gut. 20 Tage. Nehmen wir den als nächstes. Da ist jetzt dann etwas Delay drin. Und wird das jetzt der, wird das der eine jetzt leider nicht. Aber ja. Ein Tag. Ja, könnte. Ah, mal schauen. Also wir sind mal gespannt. Die letzten sind jetzt gerade weggefahren. Ja, kein neuer Updates, kein nix. Zwei LKWs in 18 Stunden. Ein LKW. Boah, den können wir doch noch schaffen. So. Geschweige denn, wo ist der letzte LKW? 11 Stunden, 10 Stunden, 9 Stunden, 8 Stunden, 7 Stunden, 6 Stunden, 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde. Wo ist der LKW? Das könnte knapp werden oder nicht? Ja, fick dich, eine Stunde. Achso, wir haben es aber geschafft. Ja, also das sind jetzt aktuell so unsere Aufträge, die wir jetzt mal abarbeiten. Ich denke, das sollten wir mal hinkriegen. Jetzt zum Wochenstart. Ich bin mal ganz gespannt. Es ist ja soweit, dass wir jetzt ja bald hoffentlich in eine Ende dieses Projektes sehen. Ob wir danach neu starten, was anderes machen, mal Freispiel machen. Also sonstige Sachen müssen wir mal gucken. Ist natürlich so, dass wir auch allgemein so viele Sachen zu tun haben. Vor allem, was jetzt mal ganz kurz durchscrollen. Was haben wir Schönes? 6, ein Tag. Und so, deswegen. Also müssen wir mal gucken, was wir da so zeitlich alles schaffen. Ich hoffe, es wäre Sounderleichterung hoch 5x5. Lass jetzt weiterfahren, wenn die dann jetzt gleich... Das sind jetzt zwei da. Zack, zack, die müsste ja nasse. Das sind ja in der gleichen Stadt, also die können ja nicht allzu weit wegfahren mit denen. Wo sind die denn eigentlich? Kann mir das mal irgendeiner erklären? Ach, da sind sie. Das sind 7. Ich habe 4 Stück frei, also ich brauche jetzt irgendwie Aufträge, 5 Fahrten, Bismarck. 7 Tage, 1 Tag, 9 Tag. 9 Tag. Was für ein Deutsch. Bisschen Mark 5 Fahrzeuge, ein Tag irgendwas. Ja, wir können es ja mal riskieren. Weil ja grundsätzlich ja sagen müssen, wir brauchen oder wir müssen damit vorankommen, wenn wir das mal so beschreiben. Denn es nützt ja nichts rumzumaulen. So. Das heißt, da kommt jetzt leider noch ein LKW aus vom anderen. Ja, zack, zack, zack. 15 Tage Zeit. Oh, da ist Tank wieder fertig. Wo sind die denn? Da sind die. Tank, haben wir da hier was Schönes nach hier? Nö. Von hier 9 Tage. Altöl. Hat habe ich denn davon 5, 6 habe ich davon gespielt. Wo stehen die denn hier? Achso, ich weiß, wo die stehen. Dann müssen wir hier mal gucken, was wir Schönes haben. Hier gibt es wahrscheinlich immer 24 Fahrten die Woche, 20 Fahrten die Woche. Ist auch nichts. Es ist alles nichts. Das ist denn mal 23 Tage läuft.
Wenn wir dann hier oben gleich rechtzeitig fertig sind mit den Aufträgen, wenn wir dann unsere Fahrzeuge in Richtung zum nächsten Transportgebiet schicken. So, jetzt fehlen da nur noch 5 und 12. Mal ganz kurz gucken, was wir hier wieder Neues haben. Zack. 15 Stunden schon. Ja, wir versuchen es mal. Denn wenn die jetzt gleich mit einem, wenn wir jetzt mit einem fertig sind, wenn wir gleich die komplette Flotte zu den anderen LKWs, zu dem anderen, zu der anderen Stelle verlegen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir da fertig werden. Ich meine, hier laufen auch überall Fahrten damit. Perfekt, also läuft aktuell, die laufen also aktuell nur, die wir kontrollieren müssen, die und Dija. Und die anderen laufen aktuell so ein bisschen nebenbei, so. Wenn das Geld nicht kommt, ist auch nicht schlimm, so in etwa. Ja, es gab keine neuen Updates in der Zeit, jedenfalls keine, die mir aufgefallen sind, denn Steam ist ja die ganze Zeit offen bei mir, dann kann es ja schon mal passieren, dass das einfach so runterlädt. Mal schauen, oh, letzte Fahrt, meine Fresse, für die Firma. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt auch. Diese Woche ist ja meine Internetwoche. Ich krieg neues Internet. Wenn alles glatt läuft, habe ich Donnerstagabend wieder Internet. Donnerstagmorgen geht es dann flöten. Oder geht es flöten, ist übertrieben, aber so im Laufe des Donnerstages soll ich neues Internet bekommen. Ich bin mal ganz gespannt, wie lange das dann im Endeffekt wirklich dauert. Die haben gesagt, 6 Stunden kann es dauern. Aber man weiß ja, also die machen das, müssen dafür nicht nach uns kommen. Das heißt im Endeffekt, wenn ich Glück habe, ist alles Donnerstagabend fertig und wir haben zumindest wieder Internet, Telefon. Wird sich wahrscheinlich eher auf den Freitagnachmittag verschieben, bis wir das dann kriegen, weil da unsere Telefonanlagen noch umgebaut werden. Aber da soll es ja euch nicht dran behindern. Da stehen hier in Dallas. Ja, ich hoffe halt einfach, dass ihr planmäßig Videos nächste Woche bekommt. Kann ich zwar aktuell noch nicht hundertprozentig versprechen. Wo muss ich denn hier jetzt hin? Economies Cars. In Dallas. Das muss ich mir jetzt mal kurz aufschreiben. Aber weiß ich nämlich jetzt gleich sofort, wo ich hin muss. So ganz rein zufällig. Na, mit der ganzen Flotte nach Dallas. Und machen wir nämlich gleich in Dallas einfach weiter. Ja. Jetzt gucken. 5, 5, 5, 15 und 3 ist alles nicht schön. Zack, zack, zack. Nix. Ich hoffe halt, dass ihr davon nicht viel mitbekommt, dass ich halt Sonntag, Freitagabend wieder ganz normal zur Aufnahme dabei bin. Aber man weiß ja nie, was vielleicht technisch noch irgendwie was, vielleicht kommt da noch irgendwas dazwischen oder läuft was nicht ganz so optimal, wie man es dann im Endeffekt vielleicht doch ganz gerne hätte. Deswegen kann ich euch da leider nichts versprechen. Nächste Woche 38 Tage. Ja, wir testen es mal. Ich glaube zwar nicht dran, aber pff, wie viel kostet mich das denn, wenn ich es wieder zurückgebe? 200.000, also mindestens ein paar Aufträge damit fahren, dass sich der Auftrag lohnt. Nein, 38 Tage ist, denke ich mal, eine gute Zeit. Ja, wir müssen halt einfach mal gucken, ob das überhaupt zu Problemen führt. Vielleicht, wenn ich Donnerstag von der Schule wiederkomme, kann es ja sein, dass alles schon gelaufen ist, alles funktioniert reibungslos, ohne Probleme. Ich bin ja wahrscheinlich eine Person, die es am schnellsten merken wird. Und ich werde zumindest Donnerstag mal sehen, ob es sich, oh, ein Tag noch, das könnte knapp werden, wenn die jetzt aufladen. Wo müssen die denn hin? Nach Helene? Ach, da kommen die ja wohl nur hin. Ja, also müssen wir mal gucken. Warum laden die da nochmal auf? Deswegen, also lasst euch da einfach mal überraschen. Ihr werdet es Freitag sehen, ob ich Internet habe, wenn wir streamen oder aufnehmen. Spezialauftrag. Was haben wir denn Schönes? Recall. Von in an um in. Brauchwagen 4 Tage. Ablehnen 3 Millionen. Ist ja nix.
Wirtschaftsboom. Schaffen wir's? Hey, erfüllt. So, dann müssen wir jetzt mit der ganzen Flotte nach Dallas umziehen. Und wo war Dallas noch gleich? Denver? Denver? Irgendwo unten, oder? Denver? Habe ich denn Dallas gehabt? Da ist wahrscheinlich, genau da ist wahrscheinlich Dallas. Oh, gut. Zack. Zack. Autosch. Oh. Oh. Fahrzeuge habe ich denn davon? 5. Ja, wollen wir da mal eigentlich nicht übertreiben. Aber ich muss die jetzt auch erstmal nach hier hinkriegen. Wenn ich den verliere, ist jetzt ja nicht ganz so dramatisch. Ich habe davon echt nur 5 Fahrzeuge. Ich dachte, ich hätte davon mal viel mehr gehabt. Naja. Ich habe davon doch 6. Ah, da steht vielleicht noch ein, zwei Leute in der Werkstatt. Da stehen doch noch ein paar Leute in der Werkstatt. Ja, kann ja mal passieren. Bei der ganzen Flut an Wirtschaftskrise, Wirtschaftsboom hier. Oh, da kommen die ersten Fahrzeuge. Ah nee, wir haben da Geld ja gerade dicke. Kann ich eigentlich immer noch nicht. Von Gordon Fox gesperrt. HQ betreten, wie sieht es aktuell aus? Ja, da sind wir aktuell. Max-Konzession haben wir alle. Kredit haben wir keinen. Fahrer haben wir haufenweise eingestellt. Bilanz sehen wir ja bald wieder, weil Monatende Marketing. Aufrüsten bereits aufgerüstet. Konkurrenzen ist halt nur noch er da. Trans, das sieht aktuell auch ganz gut aus. Rot, Autoanhänger macht gerade wieder einen kleinen Sprung. Kann ja nicht einmal so einen Sprung nach da oben machen, so. Aber das war aktuell, ich brauche das Geld aktuell nicht unbedingt. Aber haben schadet es ja auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob die es überhaupt schaffen, die Fahrzeuge da anzuliefern. Und wenn ich jetzt auch nicht stimme, dann verliere ich halt den ersten. Oder der kommt halt später an. Ist halt auch nicht dramatisch, aber ich muss halt erstmal gucken, dass ich die Fahrzeuge auf den Linien hier dieser. Alter, wo ist das denn? 9 Stunden Fahrt? Wo müssen die denn? Ach, da unten, ich gucke die ganze Zeit, wo gucke ich denn hin? Ah, Hause. Da haben wir's. Einnahmen 12 Millionen, Ausgaben 5 Millionen, Summe im Endeffekt, also 7 Millionen Euro plus letzten Monat gemacht, das ist gut. Rangliste 39 zu 14. Hat sich ein Angebot machen für 20 Millionen, kaufen wir seine Firma und fertig. Also, wäre jetzt so mein Vorschlag, ob er das mitmacht, ist mir ja wurscht. Aber vielleicht, wenn ich ja Glück habe. Macht das ja mit. Ja, einmal mal gucken, was. Vielleicht müssen wir da noch irgendwelche anderen Andere-Voraussetzungen erfüllen. Dann. Das sind echt Fahrten dabei, wo du denkst, oh, Geld spielt jetzt nicht so die Rolle. Ja, dass der zu spät kommt, weiß ich, habe ich jetzt auch mitgekriegt. Minus 1, ja, da kommen jetzt halt, da sind ja direkt wieder Aufträge fast fertig. So, zack, zack, zack. Hoppa, da weiter geht's. Nicht lang schnacken, Kobe Nuggin. So, jetzt 40 Tage dafür Zeit. Jetzt sind die Ausnahmsweise hier mal wieder zu früh dran. Ach, die laden auch hier an Dallas auf. Auch Spritpreis ist auch nochmal um 30 Cent pro Gallone gesunken. Hervorragend. Hervorragend, würde ich mal sagen. So, wie sieht's denn hier aus? Stehen sie in Miami Beach. Jetzt stehen sie mal in Miami Beach rum. Nehmen wir den. Was?
Chemikalien. Und tschüss. Da habe ich mich wohl verguckt, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zur weiteren Folge Transworld. Bis dann, danke. Ciao.